Hi und herzlich willkommen bei Luxor Gaming Stuff. Mein Name ist Dennis, ich bin euer Dungeon Master und bei mir sind wieder meine fantastischen MitspielerInnen und Gäste. Sagt Hi, fantastische MitspielerInnen und Gäste! Hallo. Hallo. Hallöchen. Wir Hola, Gäste. sind in Folge 2 von Tales of the Loop Hoher Besuch angekommen. Was das letzte Mal passiert ist: Unsere Gruppe von sehr engagierten Jugendlichen im Taunus im Kreis Valdems haben sich auf den Weg gemacht, das Mysterium der Loopbärchis aufzuklären. So scheint es zumindest. Rune hat auf dem Schulhof seinen Bruder entdeckt, der mit ein paar Plüschbärchen getickt hat, die ganz klar wie ein Knockoff von Glücksbärchis aussahen, aber sich sehr großer Popularität erfreut haben und hat sich dort mal einen geschnappt, weil es bleibt ja in der Familie. Währenddessen hat Ronny wieder mal die Schule geschwänzt und mit Annette Edelhardt, die Vorsitzende von der Funk AG, herausgefunden, dass der lokale Spielwarenladen vollkommen überrannt wird von Menschen, die alle diese Loopbärchis haben wollen. Währenddessen war Cora mit der Biolehrerin und ihrer gesamten Bioklasse in ihrem Strebergarten der Biolehrerin und wollte eigentlich was über Bienenkolonien lernen, um zu merken, dass alle Bienen nicht mehr da waren. Das Einzige, was übrig geblieben sind, waren ein paar tote Drohnen und eine riesige Hornisse, die schon fast Handteller groß war. Und Frau Weber-Lange, die Biolehrerin, hat sich dazu entschieden, den Unterricht an dieser Stelle zu beenden und alle nach Hause zu schicken. Und Cora kam dann noch an dem hiesigen Schädlingsvernichtungsmobil vorbei von Herrn Richterle. Bei ihm stehen die Schädlinge vor Gericht. Er fährt ein Wohnmobil, wo auf dem Dach eine riesige, sich räkelnde Kakerlake draufgebaut worden ist. Ein bisschen entspannter ging es bei Jan zu, der gerade vom Eishockeytraining kam und mitbekommen hat, wie sein Teamkamerad Uli von den anderen Teamkameraden ein wenig gehänselt wurde, weil er einen Bär von seiner Freundin im Spind hatte, den er mit sich rumtragen musste, um gleich die Retourkutsche zu bekommen, weil dann Jans Freundin Anna gesagt hat: Du Jan, ich glaube, diese Bärchens scheinen populär zu sein. Organisier mir doch mal einen. Ich will auf der Party am Samstag nicht wie ein Trottel dastehen. Unsere Gruppe hat sich zusammengefunden, ein wenig in ihrer Bude einen Raum in einem Brückenhohlkasten, die sie ein bisschen hergerichtet haben, mitten im Wald, entschieden, diesem ganzen Hype um die Bärchis auf den Grund zu gehen. Und Ronny hat ein paar wichtige Informationen aus dem Spielwarenladen herausgefunden, dass die Bärchis jeden Tag geliefert werden von der Königskron GmbH. Und zwar von einem Lagerhaus an Tor 4 am Loop-Gelände. Und dort befindet sich gerade unsere Gruppe mit Blick auf einen abgesperrten Bereich, der Außenbezirk des Loops, des Loop-Geländes und der Königskron GmbH. Ein recht gut gesicherter Bereich mitten im Wald. Ein Zaun, der endlos nach links und rechts weitergeht. Ein großes doppelflügeliges Tor, wo auch LKWs durchpassen. Am Horizont ein paar Wachen in Zweierteams, die gerade wieder auseinandergehen und in Teilen des Waldes hinter dem Zaun verschwinden. Und eine sehr schnaufende Annette Edelhardt, die auf dem Fahrrad hinter euch ankommt und sagt: Entschuldigung, ich wusste nicht genau, wo wir uns treffen. Wir hatten das nicht ausgemacht und ich habe ein bisschen gewartet an der Schule und dann in der Stadt und jetzt bin ich hier. Hallo. Cool. Ja, wenn es nur sowas wie ein Mobiltelefon geben würde, ne? Ein was? Ja, genau. Ein Naja, Telefon, was man mit sich tragen kann. ein Telefon, also wie ein Walkie-Talkie. Ja, nur besser. Aber was kann es denn Besseres geben, als du kannst mit einer Funkstrecke kannst du Kilometer überbrücken? Ja, aber stell dir mal vor, ja, schon gut. Sie guckt dich wirklich sehr, sehr merkwürdig an, nach dem Motto: Was?
Mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Einfühlen. Einfühlen. Auf Einfühlen. Verstand, davon habe ich nicht viel. Kein Erfolg. Kein Erfolg. Das ist ein recht abfälliges Schnauben von Annette und ein Gemurmel. Was weiß er schon von Technik? Telefone, die man mitnehmen kann, statt Funkstrecken. Das wäre, also, da müsste man ja überall Antennen aufbauen. Das wäre, also, völlig abwegig, ja. Das wäre ja völlig abwegig. Gut, was ist der Plan? Also, ich glaube, wir hatten so ein bisschen vorgeplant. Genau. Dass wir da irgendwie ablenken und dann sich da jemand reinschleicht oder so. Wir waren uns jetzt noch nicht so ganz im Klaren, was jetzt die beste Option wäre, damit umzugehen. Deswegen, wie ist denn deine Idee? Vielleicht schafft die es ja bei uns mit aufs Planbuch. Sie guckt einmal kurz zu Ronny rüber. Ich würde drüber klettern. Starker Blick auf Ronny, was er macht. Hätte ich jetzt nicht für die beste Idee? Ja, also, genau. Also man könnte rüberklettern, wäre jetzt aber vielleicht doof. So kann man es auch sagen, ja. Also. Ja, sind da denn so Stacheldraht? Da ist Drachelstraat. Da ist Stachelstraat, alles am Start. Ist das das niederländische Wort für Stacheldraht? Oder? und dahinter laufen Lachbeute rum. ihr seht, also vor euch, ihr steht auf einem kleinen Hügel, wo ihr ein bisschen das Areal vor euch sehen könnt. Und der Zaun an sich ist die erste Sicherheitslinie dieses kompletten Hochsicherheitskomplexes, die den Loop bildet. Im Hintergrund oder in der Ferne ragen halt immer die drei großen Kühltürme des Loops hervor, die aber noch bestimmt einen Kilometer bis anderthalb Kilometer entfernt sind. Und diese erste Sicherheitslinie ist ein 4 Meter hoher Stahlmattenzaun, der am oberen Ende nach außen hin im 45-Grad-Winkel abgeknickt ist, dass man da recht schlecht drüber klettern kann. Und das doppelflügelige Tor aus etwas dickerem Metall und mit größeren Schlössern versehen, hat halt keinen Knick oben drüber. Es scheint auch, zumindest was ihr da beobachten könnt, es sind Reifenspuren auf den geschotterten Wegen, die halt da sind, bis zu dem Punkt, es gibt so einen kleinen geschotterten Bereich und dann wird es relativ schnell zu Asphalt. Das Tor sieht händelbar aus. Es ist schwierig drüber zu klettern, aber nach links und rechts verschwindet der Zaun recht zügig im Wald. Und dahinter seht ihr ein größeres Lagergebäude, wo eine Rampe hinaufführt und Rolltore sich befinden, wo wahrscheinlich LKWs beladen werden, die mit der Rückseite an das Gebäude ranfahren können. Die Rolltore gehen auf und von dort aus können recht schnell Waren in LKWs geladen werden. So, und die Wachpatrouillen, die Zweierteams, die ihr gesehen habt, haben sich kurz am Tor getroffen und gehen jetzt in die entgegengesetzte Richtung weiter am Zaun entlang. Und verschwinden auch so langsam aus eurem Sichtfeld. Ja, also sollen wir dann einfach versuchen, das Tor hochzuklettern? Ich glaube, ich habe da nicht so gute Chancen, aber ja, vielleicht kann das man die ja von innen aufmachen, wenn da dann jemand drüber kommt. Ich helfe dir hoch, wenn du möchtest. Oder so. Oh, der Ronny, wie sieht's aus? Bisschen klettern? Wollt ihr jetzt wirklich darüber klettern? Also, ich dachte, wir lenken die ab und locken die raus und dann rennen wir rein. Das war so mein Gedanke. Aber gut, wenn ihr klettern wollt.
Also erstmal wäre ich für jede Option, dass uns gar keiner erst sieht. Ja. Das wäre schon mal am allerbesten. Mhm. Jetzt kann man natürlich die zwei Wachleute ablenken, indem wir von dem, wie heißt denn der, Benzel, der Papa, der arbeitet doch hier. Die laufen doch sowieso gerade in die entgegengesetzte Richtung weg. Ja, aber irgendwann kommen die auch wieder, also. Also, wenn der Ronny jetzt darüber klettert, wo läuft der Ronny denn dann hin erstmal? Also, ich denke mal, die Tür wird wahrscheinlich auch nicht von innen so einfach zu öffnen sein. Vielleicht. Also wissen wir ja nicht. Dann ist er drüber gesprungen. Kann man das Tor von außen irgendwie reingreifen und aufmachen? Nee, ne? Wahrscheinlich. An sich, also von dort, wo ihr steht, könnt ihr das nicht beurteilen. Also es sieht halt aus wie ein fettes Metalltor. Also ist kein, das war kein Gittertor, das war schon eine ordentliche Tür. Ja. Also ich wäre immer noch irgendwie dafür, irgendwie ein kleines Feuer zu legen, sodass sie rauskommen müssen oder. Macht mir doch bitte alle mal einen Wurf auf Untersuchen. Untersuchen. Das ist ja sehr Verstand. Ne? Verstand. 1 plus Verstand. Ich brauche Würfel. 4. Ganz knapp, aber nein. Ich habe 2 Erfolge. 2? Ja. Ich habe keinen Erfolg. Zieht sich durch. So, Erfolg war ab 5, ne? Ja, Erfolg war eine 6. Ich habe einen Erfolg. Schade. Rune. Du kommst auf die Idee, mal ein bisschen nach links, also links und rechts am Zaun zu gucken, wie gut der halt gesichert ist, weil der Zaun verläuft mitten im Wald. Und es könnte durchaus sein, dass es da halt eventuell Wildwechsel gibt in das Areal vom Loop zum Außenareal in den Wald, dass es da eventuell Möglichkeiten gibt. Für dich ist Klettern auch eine Möglichkeit, weil das Tor oben halt nicht im 45-Grad-Winkel abgeflacht ist, dass man da recht einfach drüber kommen kann. Und das, was dir am meisten auffällt, ist, dass an diesem Zaun und am Tor keine Kameras sind. Ah, hab ich gleich gesehen. Warum hast du es dann nicht gleich gesagt? Ich wollte erstmal würfeln. Ah. Okay. du bist so ein Säckel, Alter. 1 nach dem anderen. Gut, also, drüber klettern. Oder Wildwechsel, das heißt also, wir sollten uns als Rehe verkleiden und darüber, dagegen springen gegen den Zaun. Verstehe, das macht Sinn. Rune, was redest du da? Ich gehe nur sämtliche Optionen durch und die... Wieder im falschen, also ich will ja nicht, übergriffig sein, aber das hört sich an wie eine ziemlich dumme Idee. Ich bin ja fürs Drüberklettern. Annette beugt sich zu Ronny und fragt, nimmt der eigentlich irgendwelche Tabletten oder ist der immer wirklich so? Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn noch nicht allzu lange, aber ich frage, also am Anfang, ich dachte am Anfang, das wären Scherze, aber so langsam glaube ich wirklich, er hält das für eine gute Idee manchmal. Das ist ein zutiefst verstörender Junge. Das könnte am Namen liegen, aber... Sein Bruder ist ähnlich merkwürdig. Aber ich habe gehört, der Bruder kann unfassbar gut singen. Wirklich? Ja, er hat immerhin noch Talent. Ich glaube, er tritt auch demnächst hier auf. Da wollten wir auf jeden Fall mal vorbeigehen. Also gut, was machen wir? Würde liebend gerne sehen, wie Rune sich als Rehkitz verkleidet und gegen den Zaun springt. Aber da sonst... Ich habe doch nicht gesagt, als Rehkitz... Doch keine als Kinder. Wir ziehen doch keine Kinder damit rein. Dann halt als irgendein Wild. Ich würde ehrlich gesagt über den Zaun klettern. Also ich würde auch vorschlagen, dass Jan über den Zaun klettert und die Tür öffnet von der anderen Seite. Genau. Jan, ich halte die Räuberleiter. Wenn man die Tür einfach von der anderen Seite öffnen könnte,
Könnte man doch einfach durch den Zaun greifen und die Klinke runterdrücken, oder? Ja, nee, aber es ist ja eine Stahltür, das ist ja deswegen keine Gitter. Das okay, ist ja so. Okay. Solange das, du nicht super KDL siehst hast, du das nicht? Das nicht. Ja, Entschuldigung, also. Okay. Machen wir so. Also, klettern. Ach, ich komme auch alleine da drüber. Also, ihr ich gehe vor. Lasst, ich mache ihr lasst auf. Eure, nehmt ihr eure Fahrräder mit oder lasst ihr die auf dem kleinen Hügel stehen? Wir legen sie am besten den Zaun schmeißen oder was? Ich verstecke mein Fahrrad im Busch. Was du mit deinem Fahrrad machen willst, ist mir egal. Ich frage nur, was du damit machst. Ja, ja, ich verstecke es auch im Gebüsch. Natürlich, das wird versteckt im Gebüsch. Ja, ja. Ihr schmeißt eure Fahrräder links und rechts in die Büsche, in den sodass ihr sie einfach wiederfinden könnt, aber dass sie vom Weg aus recht schlecht zu sehen sind. Damit, genau. Falls potenzielles Wachpersonal nochmal vorbeikommt, nicht direkt darauf, sich nicht direkt fragt, warum da ein Haufen von sechs Fahrrädern liegen, von fünf Fahrrädern liegen. Ihr bewegt euch auf das große, die große doppelflügelige Stahltor zu. Und Rune legt ja die Hände zusammen und möchte Jan. Erst ein bisschen dehnen. Räuberleiter, die Räuberleiter geben. Rune, mach mal doch bitte mal einen. Ich hab mir gerade irgendwas gezerrt. Ach, verdammt. Einen Wurf auf Kraft. Oh, scheiße. Ich glaube, Kraft ist. Kann ich ihn dabei unterstützen? Kraft ist schwierig. Den armen kleinen Kraft? Rune. Aber ist egal. Rune gibt alles. Wo haben wir den? Ja, schon mal zwei Würfel. Können wir ja schon mal richtig. So. Können wir schon mal reißen. Bei. Oh, es war erst fast ein Erfolg. Aber so ist es nüscht. Jan, du siehst, wie Rune schmeißt sich mit dem Rücken gegen das Tor. Geht leicht in die Knie, macht aber den klassischen Anfängerfehler, dass er die Räuberleiter nicht mit gestreckten Armen macht, sondern mit angezogenen Armen, direkt vor dem Bauch. Du nimmst den ersten, deinen rechten Fuß, stellst ihn da rein und drückst dich einmal ab und in der nächsten Sekunde ist Rune wie ein Pantoffel auf den Boden gerutscht und du stehst einfach auf ihm drauf. Ja, dann steige ich noch mit dem anderen Fuß auf seinen Kopf drauf und so komme ich dann drüber. Geht? Schaffst du's? Komm ich so rüber? Mach mir auch mal bitte einen, Jan, einen Wurf auf Bewegen. Ja. Sieben Würfel. Okay. Sieben Erfolge. Nein, aber ein. Jan nimmt Anlauf ein wie Erfolg. Ein Hochspringer und springt es einfach Es reicht, die 20 Zentimeter von Runes weichem Körper, der auf dem Boden liegt, reicht aus, um einen kurzen Absprung zu schaffen, wo du halt kurz merkst, hat er unten was geknackt? Ist auch eigentlich im Großen und Ganzen egal. Und du springst mit einer Hand oben an das Tor, ziehst dich hoch und schwingst dich auf die andere Seite. Ja. Du siehst, das Tor von hinten sieht genauso aus wie das Tor von vorne. Du kannst keinen wirklichen Schließmechanismus erkennen. Du siehst allerdings auf deiner rechten Seite einen Pfosten mit einer Art elektronischem Pad und einer rot leuchtenden Lampe und einer ausgeschalteten grünen Lampe direkt daneben. Was könnte das bedeuten? Ein Numpad. Es ist kein Numpad, es ist einfach, es ist eine plane Fläche, ja, die ein wenig erhoben ist und wie so stilisiert praktisch ein X da drauf hat. Ach, das ist Retina, okay. Biometrisch, Finger. Aber ansonsten ist es komplett einfach, aus Metall. Wahrscheinlich einfach ein Karten, also irgendwas. Drück dran einfach halten. Auf den Knopf. Siehst du einen Knopf? Drück drauf! Ja, kann ich, also. Du darfst mir gerne. Mach mal doch bitte mal einen Wurf auf Tüfteln. Tüfteln. Ich sag schon, hier ist der Falsche drüber geklettert. Ihr Jan seht, geht ins Wohnzimmer, es ist dunkel. Nee. Geh mal auf Tüfteln, ob du den Lichtschalter bedienen darfst. Du hast zwei Erfolge in Tüfteln. Ich hab drei Würfel geworfen. Hast du deinen Hockeyschläger dabei? Ja, immer. Da kann man bestimmt gut mit tüfteln.
Du gehst zu dem Pfosten hin und guckst dir diese elektronische Apparatur an, nimmst einen Hockeyschläger mit dem Stiel, haust da einmal gegen, die Fläche vorne fällt nach vorne ab, du siehst ein paar Kabel, die da raushängen, du greifst einmal beherzt da rein und reißt ein Bündel Kabel raus und durch ein lautes Schnappen, das auch draußen zu hören ist, geht das Tor leicht auf. Ist offen. Ja, ich geh mal durch und was hast du denn gemacht? Warum hast du denn... Ich hab getürkelt. Ist ja alles kaputt jetzt. Ey, solange die Tür aufgegangen ist, ist alles gut. Ja gut, dann also, würde ich sagen, nix wie weg hier, oder? Jan, ich bin sehr beeindruckt davon, dass, obwohl du sehr zufällig irgendwas machst, dass es trotzdem jedes Mal funktioniert mit der Technik. Jan, du bist mein neuer Chuck Norris. Wer ist der neue Magnum? Der MacGyver, nicht Magnum. So. Der schafft alles mit einem Eishockeyschläger. Der Magnum. Ihr seid alle in dem Bereich der Königskron GmbH, im Bereich des Loops. Vor euch ist eine recht große Lagerhalle. Und als ihr weiter reingeht, seht ihr ein bisschen weiter rechts von euch, von der Lagerhalle, kann man schon erahnen, dass dort ein größerer Schrotthaufen anfängt. Und direkt links und rechts neben der Lagerhalle seht ihr kniehohe Betonerhöhungen, die wie Drahtgitter 4-5 Stück obendrauf haben. Und ein Stückchen dahinter auch ja, ein bisschen höher als Kniehöhe auch Betonwände, die sich wie der Zaun nach links und rechts endlos im Kreis durch den Wald ziehen. Was wollt ihr tun? Und das erkennt Cora, dass an der Lagerhalle, allerdings am Rolltor, befindet sich eine Überwachungskamera, die von einem Vordach genau auf das Rolltor gerichtet ist. Leute, am besten, wir müssen es eigentlich irgendwie schaffen, das Rolltor aufzumachen, da reinzukommen. Wir müssen einen anderen Eingang finden, weil da ist auf jeden Fall eine Kamera da oben. Was? Seht ihr das? Rode schmeißt sich direkt auf den Boden. Ich rolle. Ich mache so eine Rolle, eine Ninja-Rolle. Auf das Tor gerichtet, Rune, ist alles gut. Okay, ich robbe zum Tor. Nee, vom Tor weg. Vom Tor weg wieder. Ich robbe wieder zurück. Ich hab's falsch verstanden. Was wollt ihr machen? Ich guck, ob ich irgendeinen kleinen Stein finde und dann werfe ich erstmal Rune gegen den Kopf. In der Hoffnung, dass er. Rune, dass er wieder normal wird. Kurz ein Reset. Rune, dich trifft so ein Golfball großer Stein am Kopf. Leicht. Ein Golfball? Okay. Das ist also Angriff! Angriff! Alle runter! Rune, halt's Maul, das bin ich! Und jetzt steh wieder auf und. So, ich dachte, ich hab was gesehen. Versuch wie ein Mensch zu wirken. Ein Agent. Ich würde mir gerne einmal den Schrotthaufen angucken und gucken, ob ich da irgendwas erkenne. Du kannst weit rechts von dir, dafür müsstest du ein Stückchen in den Wald reingehen. Du siehst halt so du erahnst, dass da hinten vielleicht da so ein Schrotthaufen weitergehen könnte, weil halt schon so ein paar Geräte dort irgendwie im Wald einfach stehen. Ein bisschen weiter rechts von euch. Und Annette, die sich jetzt auch gerade durch das Tor durchschiebt und höflich die Tür versucht, wieder hinter das Tor, wieder hinter sich zuzumachen. Ich weiß ja nicht, also sind wir uns alle klar darüber, dass das hier eigentlich die Schilder sagen es ja auch, ein Hochsicherheitsgebiet ist und weg da! Kameras, geh runter! Annette schmeißt dich sofort auf den Boden. Wo? Haben Sie mich gesehen? Wir haben dich gesehen. Komm langsam rüber. Auf das Rolltor gerichtet. Bitte. Alles ist gut, Leute. Danke, Rune. Jetzt bin ich. Meine ganzen Klamotten sind ruiniert. Ja, ich auch. Risiko. Steht Rune neben mir? Rune liegt neben dir. Er liegt neben mir.
einfach nur den Kopf schütteln. Wenn ich das Cora, du machst dich auf dem Weg rechts vor dem Lagerhaus, gehst du praktisch zwischen Lagerhaus und Zaun entlang. Ein gutes Stück, so 100 bis 150 Meter weiter am Zaun entlang. Und dort siehst du die ersten Geräte, die dort wie achtlos im Wald platziert worden sind. Ein bisschen Weißware, also so ein paar Kühlschränke, die da rumstehen. Warum auch immer sie dort mitten im Wald stehen. Und dahinter entblättert sich ein provisorischer Schrottplatz. Verschiedenste Geräte, die zum einen alltäglich aussehen und dann, je mehr du in den Schrottplatz reingehst, der keine wirkliche Struktur hat, wie was irgendwo hingestellt worden ist, kommst du an exotischeren Geräten vorbei. Kleinere Computer, Bedienelemente, Schaltschränke, die dort sind, auch Metallrohre, die da rumliegen und zum Teil ein größerer Haufen von ausgemusterten Robotern. Rune läuft auf jeden Fall mal dahin. Ich sprinte zu Cora. Ich will das sehen. Ich bin neugierig. Und ich muss natürlich beschützen. Berühren. Und auf diesem Haufen von ausgemusterten Robotern siehst du recht vorne ein Roboter in fast humanoider Gestalt. Siehst du, dass die Beine Ketten angetrieben sind, der Torso fast menschlich aussieht, aber die Arme, zwei so bis von der Schulter bis zum Ellbogen, wie ein normaler Arm aussieht, und ab da aus zwei großen Klammern besteht, die auseinanderfahren können. Mit der Produktbezeichnung Scrapper 06. Mm. Und ein hochgezogener, fast rechteckiger Kasten mit einer großen Linse, was den Kopf darstellen soll. Ja, rechte Arm sieht noch vollständig aus, der linke Arm ist praktisch am Ellbogen abgerissen. Und die ganzen Maschinen sind von stark verrostet bis leicht verrostet, die halt rumliegen. Rune, bist du ja schon? Guck mal, die Roboter da. Oh, ist das ein Scrapper 06? Das steht auf jeden Fall drauf. Guck mal, da liegt ein Vorwerk. Der ist doch so gut wie neu. Ja, Rune findet tatsächlich links von sich ein Vorwerk Kobold 7000, der noch so gut wie neu aussieht. Oh, Hammer. Warte, den schmeiß ich über den Zaun. Den nehmen wir mit. Ich schmeiß den, aber er fliegt einfach wie von Mr. Burns geworfen. 3 cm vor mir liegt er dann noch hoch. Mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Kraft. Ja, das meinte ich doch mit Mr. Burns. Smithers, schmeißen Sie für mich. Nein, ich habe 2 Erfolge bei 2 Würfeln, Digi. 2 Sechser. Du nimmst, für alle, die den Vorwerk Kobold 7000 nicht kennen, ein giftgrüner und eierschalenfarbener Staubsauger, der für seine damaligen Verhältnisse, ich glaube, fast 800 Mark gekostet hat. Das war unfassbar teuer. Ja. Nimmst du mit beiden Händen an der Metallstange in der Mitte, drehst dich zweimal und schmeißt den einfach mitten in den Wald über den Zaun. Und alle fragen sich so, dass er halt... Rune hat geworfen wie eine Kugelstoßerin aus Sophia. Also das Ding ist geflogen bis zum Gehtnichtmehr. Ich würde sagen, da ist ein tiefer Antrieb in ihm drin, der dafür gesorgt hat, dass er diesen Staubsauger mitnehmen kann. Also. Was meinst du, wie häufig ich jetzt mein Zimmer staubsauge? Freiwillig. Ja, nicht nur dein Zimmer. Ich will alleine sein, wenn ich staubsauge. Ich gehe ein paar Schritte auf den Roboter zu. Und gucke mal, ob da irgendwas passiert. Der Roboter scheint nicht funktionstüchtig zu sein. Okay. Also auf den ersten Blick. Du kannst mir gerne, also je nachdem, was du mit dem machen möchtest, also oder was möchtest du genau mit dem Roboter versuchen? Also du kannst. Ich möchte gucken, ob der irgendwie funktionstüchtig werden kann. Mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Tüfteln oder Programmieren. Dann mache ich einen auf Programmieren.
habe ich nämlich dann 5. Kriegen wir einen neuen Freund. 6, 7, 8. Oh, bitte schick mir so einen kleinen Scrapper 06 als Freund. Boah, wenn ich jetzt keinen Erfolg habe, dann raste ich aus. Das fände ich wirklich faszinierend. Ich habe 5 Erfolge. Was ist heute los? Das Ding arbeitet für uns. Das Ding geht in den Krieg. Was für Programm nutzt ihr? Ich habe immer nur Misserfolge. Also ich habe einfach Würfel. Dice Roller. Ach, du, du sagst einfach, dass du Erfolge hast. Ich habe richtige Würfel. Onlinewürfel.de, mache ich mal Werbung für. Danke für die 2 Sechsen gerade. Der Scrapper 06 ist, nachdem du ihn genauer betrachtest, fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Es ist exakt das Modell, womit sich auch dein Vater als Ingenieur am meisten beschäftigt hat. Der Scrapper 06 ist ein Service-Roboter für schwere Lasten, der neben dem Hauptmodul, die aus dem Kettenantrieb besteht, dem Torso und den beiden Greifelementen, hat es auch noch eine Führungskonsole, die mit einem Kabel am Rücken verbunden ist, dass dieses Gerät oder dieser Roboter nur benutzt werden kann, wenn ein Operator ihn hinten mit 2 Joysticks und mehreren Knöpfen kontrolliert. Die Schaltpläne für diesen Roboter lagen zuhauf auf eurem Küchentisch rum, als sein Vater daran gearbeitet hat, weil er sie zum Teil mitentwickelt hat und auch für den Service und die Wartung von genau dieser Produktreihe ebenfalls verantwortlich ist. Es hat dich natürlich sehr interessiert, weil es auch dein Vater gemacht hat und du auch technisch interessiert bist. Im Großen und Ganzen hast du ein Gefühl dafür, wie dieses Gerät funktioniert, und du kennst auch einige Schaltpläne. Du findest recht schnell am Torso den so einen kleinen Hebel, den du eindrückst, aufziehen kannst, und der ganze Torso fliegt vor dir schwingt vor dir nach rechts auf, und du siehst das Innenleben mit mehreren Steckverbindungen und siehst, das Ding kann man noch retten. Also wenn du wolltest, könntest du ihn einigermaßen wieder verkabeln und siehst auch schon ein Führungsmodul mit Kabel, was auch noch irgendwo auf dem Berg mit drauf liegt. Du könntest es, wenn du wolltest, diesen Roboter zumindest anwerfen. Leute, ist das eine gute Idee, wenn ich den jetzt anmache? Was sagt ihr? Ich hab da gerade so... Brauchst du Hilfe? Können wir dir helfen? Also, wenn du dabei? Das kannst, dann... Nur, was bringt das uns? Was das genau? Ist eine Frage. Wir wollten ja ein paar Bärchen holen. Ja, der Strapper, also der kann sehr schwere Lasten tragen. Und der fährt auf Ketten. Bisschen Nummer 5. Nein. Was hat der für Füße? Kettenantrieb. Doch, aber nicht so wie... Nummer 5 lebt? So wie Rollschuhe. Nein. Nummer 5 lebt, doch. Der hat, hat doch auch so Dinger gehabt, oder nicht? Oder Wally? Wer ist Wally? Das ist so eine Idee von mir. Was wollt ihr mit dem Roboter anstellen? Also, Cora, ich finde, wir sollten den reaktivieren. Kann man dich dabei unterstützen? Kann dieser Roboter das so ein Rolltor hoch? Ist aber vielleicht eins, wo keine Kamera drauf zeigt. Aber das ist natürlich ziemlich Lärm. Da wird es wahrscheinlich auffällig werden. Irgendwas wird blinken und losgehen. Alarm, Alarm. Und dann haben wir viele Wachleute. Dumme Idee. Aber gut, dass wir alle mal drüber nachgedacht haben. Mach ihn an. Okay, ich guck mal, was ich dafür machen muss, um den anzumachen. Du im Großen und Ganzen, der Torso ist offen, du weißt, welche Verkabelung du einrichten musst. Du startest irgendwie das Service-Protokoll-Programm, das rattert irgendwie einmal durch. Du findest noch ein funktionierendes Control-Panel, was halt schließt das hinten am Rücken an. Und du siehst, dass der Roboter sich langsam von seinem schiefen, rechteckigen Kopf, er sich gerade stellt. Du siehst die Linse, die einmal kurz Fokus zieht. Und die Arme versuchen sich zu bewegen. Der rechte Arm recht langsam die Klammer auf und zumacht, und ist das ein Kettenantrieb nicht richtig funktioniert. Aber im Großen und Ganzen, du bewegst ihn ein Stück nach vorne und er fällt leicht vorne über. Und du siehst aber, dass er sich halt mit seinem Arm halt und dem einen Kettenantrieb sich so langsam nach vorne bewegen kann. Okay, kann ich irgendwo
Ich gucke mich einfach mal um, ob ich irgendwo Teile finde, um den Arm zu reparieren. Soweit alles andere ist unbrauchbar, was du halt auch gesehen hast. Du musst mit dem leben, was, wie du ihn, also du kannst den Roboter benutzen mit einem Arm und eingeschränkten okay. Kettenantrieb. Ja, Leute, wir haben jetzt hier einen Roboter. Den, und ich habe einen Staubsauger. Scrapper 06. Annette sagt, ey, du hast ihn doch, also du hast ihn in den Wald geworfen. Ja, den hole ich mir dann nachher wieder raus. Okay. Okay. Ich drück so auf den, auf der Konsole rum, so dass, dass der Roboter mit dem einen Arm so leicht winkt. Das funktioniert, ja. Der Roboter, aber der sich mit dem Arm gerade noch am Boden festhält, winkt und der klatscht einmal auf den Boden, baut sich wieder auf, klatscht einmal auf den Boden und baut sich wieder auf. Ist auch eher so ein primitiveres Modell, ne, was wir da jetzt gefunden haben. Ja, ist so aus den 80ern. Ein bisschen wie Rune. Ein bisschen. Hä? Hey. Ich mach doch nur Witz. Weiß ich doch. So, ich hau dir Salm auf den Rücken. Sei doch nicht immer so gemein zu dem, Mann. Kannst du... Wofür brauchen wir den Roboter? Das wissen wir noch nicht. Aber... Ja. Wir der wird uns in den Arsch retten. Damit er irgendwie gesehen wird. Soll ich den in meinen Rucksack tun? Ich glaube, der ist zu groß für deinen Rucksack. Ach, das ist wie ein Videospiel. Einfach in den Rucksack rein. Das ist größer als du. Ich glaube, ich habe noch ein Back of Holding dabei. Kann ich den mal ja. Da muss ich mal kurz ins Regelwerk gucken, ob das legit ist in dem Free League-Regelwerk. Nein. Nein. Dann der Roboter, könnte der Roboter, vielleicht können wir den so aufbauen, dass der einen Rettungsweg frei hält? Lass uns doch vielleicht erstmal gucken gehen, ob da irgendwie am Tor, also jetzt nicht direkt uns vors Rolltor stellen, da wo die Kamera hingerichtet ist, aber gucken, ob wir irgendwie die Kamera ausschalten können oder ob wir einen anderen Weg sehen. Also ich glaube, sobald wir was an der Kamera machen, da sind ja Leute, die das überprüfen. Und so viele Kameras sind hier nicht. Die werden also direkt sehen, wenn der eine auf einmal schwarz ist oder ausfällt. Ja, dann müssen wir den Kontrollraum finden. Ja, oder wir... wir müssen ja auch erstmal rein. Der wird ja Lager sein. Rum und schauen mal, ob da noch ein anderer Eingang ist. Oder vielleicht nach oben. Vielleicht kann auch dieser tolle Roboter irgendwie ein Loch in die Wand schlagen. Ja, oder weiß ich, eine Tür aufmachen. Klammer zu, da rein. Vielleicht ist ja wahrscheinlich Hydraulik und bums, Tür auf. So ein Lüftungsschacht gibt es auch öfter mal bei solchen... Gibt es einen Lüftungsschacht? Wir schauen uns doch mal um. Ihr bewegt euch vom Schrottplatz, der ein bisschen weiter rechts von dem Lagerhaus war, wieder zurück. Und ihr braucht ihn mir nicht länger, weil der Roboter sich wie etwas wie eine mechanische kaputte Raupe mit seinem Arm und seinem Kettenantrieb über den Waldboden bewegt. Und ihr seht, dass die kniehohe Betonkonstruktion rechts und die es auch links vom Lagerhaus gab, mit den Gittern obendrauf, eine Belüftungsanlage ist. Wo die jeweiligen Gitter Lüftungsschächte oder einen Lüftungsschacht abdecken. Sehr gut. Ich würde sagen, das ist eine Schwachstelle. Ich würde mal den Roboter Ist da so ein Ventilator, dass der Roboter vielleicht mit seinem Arm rein, dass der Ventilator nicht weitergeht? Ist das sowas oder wie sieht diese Lüftungs... was passiert? Diese Lüftungsanlage ist, wie gesagt, eine kniehohe Betonkonstruktion, die rechteckig direkt neben dem Lagerhaus ist, wo in kleineren Abständen oben runde Metallgitter draufgesetzt sind. Wie halt einfach ein flacher, rechteckiger Stein, der direkt daneben liegt, wo oben drauf einfach Gitter sind. Also das kriegt man doch bestimmt locker hochgehoben, so ein Gitter. Und wenn nicht, dann kann es... Oder auseinandergebogen. Dann könnte das der Roboter machen. Der Roboter kann mit der Zange da rein. Ist der Roboter sprachaktiviert oder muss man dem Befehle... Joystick. Darf ich das mal probieren, Cora? Mach's nicht kaputt, bitte. Ja, aber mach's bitte nicht kaputt. Ist das kompliziert? Wie geht Ronny, das genau?
mach mir doch bitte mal einen Wurf auf Tüfteln. Oder begreifen. Begreifen kann ich, glaube ich, ganz gut. Ich schau mal. Mal sehen. Na, ich tüftle. Vier bei Begreifen und Tüfteln hätte ich 3. Nimm ich doch Begreifen. Soll ich jetzt einen Online-Würfel nehmen? Ich nehme jetzt mal einen Online-Würfel. Vielleicht ich der nächste Würfelzug wird gesponsert bei onlinewürfel.de. Nein, es hat nicht funktioniert. Das war's mit aber Sponsor. Ich wäre nicht Ronny, wenn ich nicht einfach jetzt ein bisschen aufgebracht wäre und ein bisschen energischer diesen Controller benutze. Das heißt, du möchtest den Wurf strapazieren und du würfelst nochmal und bekommst 2 Erfolge. Zwei Erfolge. Danke, onlinewürfel.de. Aber du bekommst den Zustand aufgebracht. Nee, du bekommst den Zustand verletzt, weil was passiert ist. Nein. Der Roboter, der Scrapper 06, hat sich fast bis zum Lüftungsschacht vorgearbeitet. Dort hast du, Ronny, von Cora das Control Pad übernommen und ein bisschen gleichzeitig an den Controller Sticks rumgerissen, wo sich Scrapper 06 ruckartig umgedreht hat und dir mit seiner Zange vor den Kopf geschlagen hat. Back! Was ist denn mit Carsten los? Wo du sehr aufgebracht das Control-Pad hingeworfen hast, hast einmal draufgetreten, wo er sich wieder umgedreht hat und mit seiner Zange in einem Gitter gelandet ist und es dadurch einfach rausgerissen hat. Mit unterm liegenden Ventilator. Ich stehe auf, klopfe mir den Dreck von der Schulter, nehme den Controller und sage, seht ihr? Ganz einfach. Aus dem Pflaster? So macht man das. Wofür? Du hast eine Macke an der Stirn, die halt leicht am Bluten ist. Könnte eine Platzwunde sein. Das ist kein Blut. Aber sieht cool aus, Ronny. Sieht cool aus. Und ich muss mal eins sagen. Ich hab dir gesagt, du sollst aufpassen. Guck mir den Controller an. Annette kommt rüber und holt aus ihrer kleinen Bauchtasche, die sie dabei hat, ein paar Pflaster raus und sagt, oh, Ronny, ich glaube, du solltest ein bisschen mehr aufpassen bei diesen schweren Maschinen, da kann man sich wirklich verletzen. Und klebt dir so ein Dino-Pflaster auf die Stirn. Ronny, weißt du noch, wie ich gerade gesagt habe, dass das cool aussieht? Ist vorbei. Ich versuche mit dem herauszufinden, wie man den Arm bewegt, um vielleicht Ronny eine Runde zu verpassen. Nein, Spaß. Okay. Aber der Roboter macht immer. Was ist das? Falsches Programm. Scheiße. Das leichte Mitleidenschaft gezogene Control Pad liegt auf dem Waldboden neben Scrapper 06, der immer noch das Lüftungsgitter plus dazugehörigen Ventilator, der nicht klein ist. Also der hat schon so gut, ich glaube, 40 Zentimeter Durchmesser, dieser schwere metallene Ventilator, der leicht eingebogen in seiner großen Klammer sich befindet. Was wollt ihr tun? Also der Ventilator, der hat sich vorher noch bewegt, ne? Du siehst an der Klammer auch die Spuren davon, dass er sich bewegt hat und Einkerbungen in die Klammer gemacht hat. Okay. Warte, also nochmal, das Gitter ist jetzt auf? Das Gitter ist rausgerissen, also eins aber der mehreren Gitter. Der Ventilator ist ebenfalls mit rausgerissen. Ah, okay. Aha. Das heißt, wir können durchgehen, oder was? In den Schacht. Wie tief ist das denn, so, wenn es da runter guckt? Du kannst noch von dem Sonnenlicht, es sind so knapp einen Meter, an 1,50 Meter. Ja, dann. Hat jemand eine Taschenlampe dabei? Nee, aber ich habe ein Feuerzeug dabei, weil ich extrem cool bin. Und ich habe einen Zeichenblock. Also, falls wir mal eine Fackel bauen wollen. Eine kurze. Ich spring dann einfach mal runter und schau mal, was ich sehe. Ich spring hinterher. Der Lüftungsschacht ist recht eng, aber noch so breit, dass ihr alle ohne Probleme da durchpasst. Ihr springt runter und seht, dass über euch, dass insgesamt auf diesem Betonblock wohl 5 Ventilatoren waren. Einen davon habt ihr rausgerissen. Und als ihr euch auf dem Weg Richtung Lagerhalle durch den Lüftungsschacht begebt, seht ihr, dass der Ventilator ganz links sich nicht bewegt.
und direkt darunter am Lüftungsschacht wie so geschnetzeltes Material liegt. So, ihr wisst nicht genau, was es ist. Teilweise schwarz, teilweise gelb. So ein bisschen Prödel liegt da unten rum, was halt eindeutig irgendwie von dem Ventilator geschreddert worden ist. Und dass der Ventilator oben durch irgendwas zusammengepappt worden ist, sich noch bewegen möchte, aber nicht kann. Da ist bestimmt so ein Bärchen reingeflogen. Das sind bestimmt das die Hornisse. Ja. Mit dem Feuerzeug in der Hand geht Ronny voran und krabbelt durch den Lüftungsschacht. Und ihr hört ein wenig voraus Summen, das ich immer lauter das wird bevorzugt. Und auf euch zukommt. Zu oben geblieben sind. Wer hat das Walkie-Talkie auf Vibrationsalarm gestellt? Rune, gib mir mal deinen Block, reiß mir mal ein paar Blätter raus. Mhm. Und ich zünd ich knüttel die zusammen und leg die vor uns und zünd die an. Vielleicht noch irgendeinen Scheiß aus meinen Taschen irgendwie mit da rein, also einfach damit sich Rauch entwickelt. Losen. Ja. Schick alle zurück erstmal, dass wir wieder an die Luft rankommen. Weil ich habe mal gelesen, dass Wespen, Hornissen, Bienen, all sowas, das Einzige, um die wegzubekommen, ist Rauch. Das mögen die nicht. Du schnappst dir Runes Block, reißt da Blätter raus, zerknüttelst die, schmeißt sie nach vorne mit Krempel aus einer Tasche, irgendwas, so alte Kassenzettel und irgendwelche Schnipsel Papier, eine Notiz aus irgendeinem Unterricht, die du alles, einfach in die Tasche gesteckt hast, einfach alles drauf. Alles. Hast du keine Kippen? Nein. zündest das an, geht's zurück und ihr hört von oben irgendwie das Geräusch, das Summen, was näher kommt, immer näher an den Rauch und dann wie, als ob kleine Steine in diesem Metallschacht auf den Boden gefallen sind. Nach einiger Zeit legt sich der Rauch und ihr könnt wieder in den Lüftungsschacht reinkriechen. Jetzt bin ich aber sehr neugierig. Ich will so ein Ding mal in die Hand nehmen. Ich will mal gucken, was das da ist. Da liegen doch jetzt wahrscheinlich ein paar Dinger da rum, oder? Willst du dich auch mal stechen lassen? Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das organisch ist oder ob das vielleicht... Ja, ich würde mal sagen, wir packen... Weiß man das? Ist das schon 100% klar, dass das, wenn die so riesig sind, dass das normale Hornissen sind oder sind das vielleicht einfach... Geht hier wieder runter? Ja, okay. Ja, klar. Ronny, du krabbelst wieder runter und du siehst, da wo du das Feuer gemacht hast, liegend ein größerer Haufen von 4 bis 5 Hornissen, die auch Handteller groß sind, wesentlich größer als jede Hornisse, die du schon mal gesehen hast. Und es macht den Eindruck, als ob sie das Feuer mit Absicht mit ihrem eigenen Körper versucht haben zu löschen. Und dahinter 2, 3 größere Hornissen, die im Lüftungsschacht auf dem Boden liegen. Aber die wirken alle tot? Die das Feuer ausgemacht haben, wirken sehr tot, weil sie auch angekokelt sind. Die 2, 3, die noch im Schacht rumliegen. Machen wir mal einen Wurf auf Begreifen. Und alle, die unten sind und das mit sehen, können ja auch einen Wurf auf Begreifen machen. Oh, ein Erfolg. Wow. Dann mache ich auch einen auf Begreifen. Wie viel habe ich denn hier? Begreifen habe ich viel, habe ich 7. Ja, ihr denkt auf jeden Fall, dass die Hornissen, die das Feuer ausgemacht haben, auf jeden Fall tot sind. Ihr glaubt, dass die 2, 3 Hornissen, die noch im Schacht liegen, durch den Rauch einfach nur betäubt sind. Okay. Ja gut, wenn die betäubt sind, dann kann der Jandi ja mit seinem Schläger mal ein bisschen... Ich hole schon meinen Hockeystick raus. Mein Allzweckwerkzeug und... Zeig mal, was ist das? Was ist jetzt mit meinen zwei Erfolgen? Warum habe ich gewürfelt? Du hast auch begriffen, dass sie schlafen, dass sie noch leben. Teilweise tot sind. Genau. Aha. Ihr bewegt, ja, Cora? Ich würde mir gerne die angekugelten mal angucken, ob das jetzt wirklich Tiere sind. Also ob das Insekten sind oder ob das elektronische Insekten sind. Du schaust, es sind Insekten, die abnormal groß sind. Oh, disgusting. Echt, wenn man die so platt tritt, kommen dann so literweise Schwachsinn raus? Ja, da kommt literweise Schwachsinn raus. Und also, durch den ihr euch alle durchbewegen müsst, weil Jan die mit dem Hockeyschläger ordentlich verteilt hat im Lüftungsschacht. Ja, schön.
Sorry. Ich brauche dann auch einen neuen Schläger, ja. Mhm. Kann ich mir irgendwie so eine Probe von irgendwas holen? Ich habe nichts, wo ich das reintun könnte, glaube ich. Du kannst halt Reste von den Insekten einstecken, aber ihr merkt halt auch, nachdem ihr die alle ein bisschen zerkloppt habt, vor allem Rune merkt es, dass dieser süßliche Geruch, wie von den Beeren, wabert durch den Lüftungsschacht. Mm, Ronny, nice. Ronny, riechst du das? Das ist das. Das ist das Bär. Ich rieche an Bären. Willst du mir einen Bären aufbinden, oder was? Ja. Moment, ich muss ganz kurz alt werden. Ich rieche auch schon wieder diesen süßlichen Bärenduft. Bin noch nicht alt. Kann ich identifizieren, ob das irgendwelche Flüssigkeiten aus den Wespen, aus den Hornissen sind? Gerade so nicht. Nicht mal, wie so ein Fächer. Das müsstest du näher untersuchen. Also du gehst davon aus, dass diese Gerüche, weil die halt vorher noch nicht da waren und jetzt auch diesen verbrannten Geruch von dem kleinen Feuer überlagert haben und das halt erst entstanden ist, nachdem Jan mit seinem Hockeyschläger die ausgenockten Hornissen platt gequetscht hat. Also riecht jetzt so ein bisschen nach rauchigem süßen Bär. Ja. Okay. Und was auch ein ziemliches Geschepper war, weil der Gang ist zwar, ihr passt zwar da durch, aber es hat eng. Schinken gegessen? Und der muss halt mit seinem Stock so gewedelt haben, einfach vor sich. Und die versucht dann kaputt zu machen. Also meine Idee ist ja jetzt, diese Hornissen, die werden hier gezüchtet, weil die so ein Pheromon herstellen, worauf man irgendwie blöd wird. Nur wir irgendwie nicht. Warum nicht wir? Warum werden alle... Da wird man blöd von? Ja, sind nicht alle so ein bisschen... warum wollen sie auf einmal alle diese Bären? Ja, das haben wir ja noch nicht herausgefunden, oder? Also alle wollen diesen Bär. Ich glaube, das ist einfach nur Marketing. Also das ist so... Sollen wir vielleicht dieser Bär ist Marketing, gutes Marketing, aber es muss ja was mit den... Also ich nenne es jetzt mal Pheromone. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich glaube, das ist erst später. Das... Phase 2 des... In Teil 3. Annette ruft von hinten aus Lüftungsschacht... Wollen wir das wirklich hier besprechen oder können wir weitergehen? Lass uns weitergehen, bitte. Ja. Okay. Ja. Ihr arbeitet euch ein wenig weiter und findet nach einigen Metern die erste Deckenluke für euch aus dem Schacht. Der Belüftungstunnel geht vor euch noch weiter, macht eine scharfe Rechtskurve, aber direkt an dem Punkt, wo ihr seid, kurz vor der Rechtskurve, seht ihr eine Deckenluke. Aha. Ja, guck doch mal. Lohnt sich immer durch. Mal hochzuheben. Und soll ich noch jemanden im Räuberleiter halten? Das ist kein Problem. Ihr könnt einfach nur aufstehen, dann würdet ihr da rauskommen. Ach so, ja, wir sind ja bei 1. Ich würde mal, soll ich mal gucken? Nur mal ein bisschen auf. Ganz vorsichtig, mal, ja genau. Einmal kurz. Ganz kurz. Rune, du drückst mit beiden Händen das Lüftungsgitter aus dem Boden des Lagerhauses nach oben, schiebst es ein Stück zurück, reckst deinen Kopf raus und siehst eine kurze Pause. Wir sind mit Tales from the Loop, hoher Besuch, in 10 Minuten wieder da. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Eine kleine Bärenpause.